dir vor einer OP keiner sagt. Und damit lass uns gleich einsteigen in mein Video. Ich habe euch heute 8 Punkte mitgebracht, über die ich gerne mit euch sprechen wollen würde. Und das sind Punkte, die ich sowohl auf meinem eigenen Weg beobachten konnte und erfahren habe, als auch immer wiederkehrende Themen, die mir so im Laufe der letzten ein, zwei Jahre begegnet sind im Austausch mit anderen Betroffenen aus der Community. Ich blende euch die Punkte hier einmal kurz ein und dann gehen wir gleich rein in den ersten Punkt. Irreversible Schäden an Lymphgefäßen und Nerven. Was ist damit gemeint? Nun, es sollte mittlerweile jedem bekannt sein, dass eine Liposuktion bei Lipödem kein Spaziergang ist, dass das ein, auch wenn es nach außen hin immer so aussieht, als wäre das so easy, tatsächlich doch ein ziemlich großer Eingriff ist, bei dem große Areale des Körpers bearbeitet werden. Teilweise sind wirklich 3 bis 4, 5-stündigen Operationen. Und das natürlich im Zuge dieser Fläche, die dort bearbeitet wird, es auch dazu kommen kann, dass Nerven und Lymphe und Gefäße im Allgemeinen beschädigt werden können. Es ist natürlich so, dass Ärzte im Vorfeld auf diese Risiken auch hinweisen und dahingehend auch aufklären und man muss ja dann auch diesen Standardbogen unterschreiben. Allerdings, was dir tatsächlich keiner sagt oder zumindest nicht in der Deutlichkeit, dass es irreversible Auswirkungen haben kann, sprich Nerven, Gefäße, Lymphbahnen irreversibel beschädigt werden, mit der Folge, dass ein Krankheitsbild sich dadurch im Nachgang auch verschlechtern kann. Dass es auch passieren kann, dass Lymphgefäße nachhaltig geschädigt werden, sprich, dass diese dann auch nach dem entsprechenden Heiljahr sich nicht erholen werden, mit dem Ausgang, dass wir dann am Ende kein Lipödem mehr haben, sondern ein Lymphödem, weil die geschädigten Gefäße und Lymphbahnen eben nicht mehr voll funktionstüchtig sind und dann entsprechend die Lymphflüssigkeit nicht mehr richtig abtransportiert werden kann. Ich blende euch mal hier mal so einen kleinen Kerl ein. Hier sieht man einmal den Lymphknoten, die Kapsel. Dann sieht man hier ein zuführendes Lymphgefäß, ein abführendes Lymphgefäß. Und von diesen Lymphknoten haben wir natürlich eine Vielzahl in unserem Körper. Das gesamte Konstrukt, dieses gesamte Gebilde ist das Lymphgefäßsystem und ist natürlich als Bestandteil des lymphatischen Systems, gemeinsam mit der Milz, dem Thymus und den Mandeln, auch ein Teil des Immunsystems. Das heißt, was bedeutet das, wenn im Rahmen dieser Operation dann Lymphgefäße, Lymphknoten, Lymphbahnen irreversibel beschädigt werden, dann ist es tatsächlich nicht selten so, dass Patienten, die vorher vielleicht nur an einem Lipödem gelitten haben, jetzt ein Lymphödem haben, mit der Folge, dass man plötzlich an Stellen Wassereinlagerungen bekommt, von denen man vorher nicht gedacht hat, dass das jeweils möglich ist. Das ist tatsächlich auch mir passiert, dass ich jetzt rückblickend nach ja, 4 Operationen tatsächlich Stellen habe am Körper, vor allen Dingen an den Beinen, wo sich Wasser einlagert, was offensichtlich nicht mehr wirklich richtig abtransportiert werden kann und mein behandelnder Facharzt das als solches auch schon erkannt hat, dass er gesagt hat, ja, das sieht halt aus wie ein Lymphödem. Punkt Nummer 2. Hohes Risiko, extrem delliges Hautbild, das heißt entweder nicht genug entfernt oder zu viel entfernt und weiterhin Schmerzen. Was leider immer wieder passiert und was ich auch immer mehr in der Community beobachten konnte im Austausch über die letzten 2 Jahre in den Gruppen und in den Foren, ist, dass immer mehr Patienten davon sprechen, dass sie nach den 12 Monaten, teilweise aber noch im Rahmen des Heiljahres, davon berichten, dass das Hautbild sich unglaublich verschlechtert hat. Sprich, es sind tiefe Dellen, die auftauchen, also teilweise sieht es halt aus, als wäre man in den Hagel gekommen, völlig verbeult, was darauf schließen lässt, dass wenn man sich teilweise dieses Hautbild anguckt, dass entweder nicht genug gesaugt wurde oder viel zu viel gesaugt wurde oder beides sogar gleichzeitig passiert. Ich blende euch mal hier ein Beispielbild ein, das ist von einem behandelnden Arzt, der diese Patientin auch korrigiert hat.
Hier sieht man sehr, sehr, sehr schön in diesem Beispielbild, hier ist teilweise beides passiert, sowohl zu wenig als zu viel gesaugt. Man sieht hier auf dem ersten Bild, auf Bild A, das war die Ausgangssituation, das ist Stadium 2. Man sieht hier sehr schön dieses matratzenartige, pralle Gewebe des Lipödems an den Oberschenkeln. Hier wurden zwei Operationen an den Oberschenkeln durchgeführt mit dem Ergebnis auf Bild B, wie man es jetzt hier so schön sieht. Also man hat hier teilweise wirklich dicke Wulste an Fettgewebe stehen gelassen und teilweise sind hier wirklich so bombenkratermäßige Löcher gesaugt worden, wo man davon jetzt ausgehen muss, dass die Patientin auch weiterhin Schmerzen hat. Ich möchte euch an der Stelle auch nochmal zwei weitere Beispiele einblenden, in Verbindung auch mit dem Punkt Nummer 3. Hautbild nach 12 bis 24 Monaten und mehr Monaten. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal vorab bedanken an die Betroffene, die mir diese Bilder zur Verfügung gestellt hat. Und man sieht hier ein sehr, sehr schönes Beispiel eines schlechten Ergebnisses, wie Beine aussehen können nach mehr als 2 Jahren Heilzeit. Ein wunderbares Beispiel auch hier wieder. Das Hautbild ist dellig, unregelmäßig, teilweise übersaugt. Und die Betroffene selber spricht auch davon, dass wieder eine Volumenvermehrung stattgefunden hat. Sie ist nicht schmerzfrei. Also auch hier sind weitere Korrekturoperationen nötig. Ein weiteres Negativbeispiel und auch an der Stelle lieben Dank an die Betroffene, die mir ihre Bilder zur Verfügung gestellt hat. Hier sehen wir nochmal ein sehr extremes Beispiel. Ihr Leidensweg hat schon sehr, sehr früh angefangen, bereits in der Pubertät. Und sie hat dann vor über 10 Jahren auch die erste OP machen lassen, die offensichtlich grandios daneben gegangen ist, denn es wurde nicht genug Gewebe entfernt, was zur Folge hatte, dass sie natürlich massiv wieder an Volumen dazugewonnen hat. Sie hat selbst berichtet davon, dass sie bereits kurz nach der Operation das Gefühl hatte, dass sie wöchentlich zunimmt und ihr damaliger Partner auch sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass er das Gefühl hat, dass da immer mehr und mehr wächst. Seit der Zeit liegt ein Marathon an Operationen hinter ihr, ein unglaublich langer Leidensweg, wo auch immer noch nicht das Ziel erreicht ist und es sind auch weiterhin noch Operationen bzw. auch noch eine Straffung notwendig, einfach weil auch bei diesen Mengen, die da an Volumen entfernt wurden, auch überschüssige Haut nicht ausbleibt und diese überschüssige Haut, und das hat sie auch selbst berichtet, auch dazu führt oder dazu führen kann, so wurde es ihr auch tatsächlich gesagt, dass gerade im Bereich der Beine das auch zu einer Gehbehinderung führen kann, weil man einfach in der Bewegung eingeschränkt ist. Mal ganz zu schweigen davon, dass überschüssige Haut, wenn viel Volumen entfernt wird, wenn diese dann nicht mitgleich entfernt und die Haut gestrafft wird, auch dazu führen kann, dass man später unglaublich Probleme hat mit der Hygiene, dass die Hautstellen nicht richtig gereinigt werden können, was dann zu Hautirritationen, Hautproblemen, Entzündungen und so weiter führen kann. Hautekzem möchte ich gar nicht tiefer eintauchen, aber auch das ist wieder ein wunderbares Negativbeispiel mit einer unglaublich langen Leidensgeschichte, wo man leider sagen muss, da hat der Arzt auf ganzer Strecke versagt. Punkt Nummer 4. Gestörte Sensorik, Taubheitsgefühl und Temperaturempfindlichkeit. Alle die von euch schon operiert wurden, kennen das wahrscheinlich schon. Und es ist am Anfang auch völlig normal, dass nach so einer Operation, nach so einem Eingriff, große Bereiche des Körpers, die ja da im Zuge einer Operation bearbeitet werden, auch taub sein können. Die Nerven sich langsam wiederholen, dann partiell fängt man vielleicht schon wieder an, was zu fühlen, oder man hat so das dumpfe Gefühl, dass wenn man da drüber fasst, man nicht so wirklich sagen kann, ist es eine Berührung, was für eine Art der Berührung ist es. Man hat aber trotzdem irgendwie so das Gefühl, irgendwas stimmt gerade noch mit der Haut nicht, ich nehme nicht alles richtig wahr, bis hin zu komplett taub. Teilweise auch Wahrnehmungsstörungen bei Temperaturunterschieden, sprich es ist im Winter besonders kalt, dann zieht sich die Haut zusammen, das fühlt sich unangenehm an, bis hin zu schmerzhaft. Im Sommer dehnt sie sich bei Hitze aus. Das kann sein, dass man dann sehr tastempfindlich ist.
Gerade am Anfang nach den OPs ist es auch nicht selten so, dass man, wenn man dann das erste Mal keine Kompressionswäsche mehr trägt oder wie nachts auch schläft unter der Bettdecke, dass das sogar unangenehm ist, wenn dann nur irgendwie die Bettdecke drüber streift oder die Jeans dann, die man das erste Mal wieder anzieht. Also das ist eigentlich ganz typisch, habe ich von vielen Betroffenen auch gehört, war bei mir auch so. Allerdings sollte das im Rahmen des Heiljahres irgendwann nachlassen. Bis hin zu nach spätestens 2 Jahren sollte das Thema dann auch durch sein und die Sensorik sollte wieder komplett da sein und hergestellt sein und im besten Fall keine tauben Stellen und keine Berührungswahrnehmungsstörungen mehr vorhanden sein. Es ist aber leider tatsächlich so und das ist in meinem Fall so und ich habe es immer wieder gehört jetzt in der Vergangenheit, dass das nicht zurückkommt. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu Punkt 1, irreversible Schäden des Nervensystems, der Nerven. Offensichtlich ist es dann so, dass die Nerven im Laufe dieser Operation nachhaltig geschädigt wurden, sodass sie sich dann auch nicht mehr wieder regenerieren können und auch nach dem Heiljahr da keine Aussicht auf Besserung ist und man davon ausgehen kann, dass die Stellen, die dann nach 1, 2 Jahren taub sind, auch für immer taub bleiben. In meinem Fall ist es tatsächlich der Unterschenkel, der linke. Da ist die letzte Operation jetzt über zwei, ja, nee, doch, knapp 2 Jahre her und diese Bereiche da an meinem Unterschenkel sind taub. Jetzt denkt man natürlich erstmal, naja, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ist es im Alltag auch nicht. Mich schränkt es auch nicht großartig ein, weil es ist ja nur eine oberflächliche Taubheit. Es ist ja nur die Haut. Geht ja nicht in den Muskel oder irgendwie so, dass man in der Bewegung, beim Gehen oder so irgendwie eingeschränkt ist. Aber wenn man mal kurz weiter überlegt, das ist jetzt nur der Unterschenkel. Aber normalerweise ist ja die Haut als größtes Organ unseres Körpers auch dafür da, um uns zu schützen und vor allen Dingen auch als Warnmeldesystem aktiv dafür da, dass sie uns signalisiert, wenn wir irgendwas berühren, ist die Berührung noch in Ordnung oder signalisiert das jetzt Gefahr, wir könnten uns verletzen. Mir ist tatsächlich vor 1, 2 Monaten eine Situation mit meiner Katze passiert hier zu Hause, wo mir das erst bewusst wurde, wie scheiße das eigentlich ist. Weil meine Katze neigt gerne dazu, mir zwischendurch mal hinten in die Waden reinzuspringen oder an meinen Jeansen hochzuklettern, wenn sie es denn schafft. Und das war auch wieder so eine Situation, wo ich verfolgt wurde von der Katze im Spiel natürlich und sie mir dann hinten hochgehüpft ist und sich an mir festgehalten hat. Und natürlich, ne, man strampelt sich dann frei und alles ist gut. Aber abends habe ich mir dann die Hose ausgezogen und dachte, oh, was denn da passiert? Und habe das natürlich schon wieder vergessen, bis mir dann bewusst wurde, diese riesigen Kratzer und blutigen Stellen, das war die Katze und ich habe es nicht gespürt. Also ich habe keinen Schmerz gespürt und normalerweise hätte das wahrscheinlich ziemlich wehtun müssen. Und da wurde mir dann bewusst, oh Gott, das ist eigentlich total schlecht. Ich erinnere mich zurück in meiner Jugend, jungen Erwachsenenzeit, da bin ich gerne mal als Beifahrerin auf Motorrad mitgefahren. Ja, da kann es ja mal passieren, dass man irgendwie mit im Sommer dann mit dem Unterschenkel am heißen Auspuff kleben bleibt und es nicht bemerkt. Ne? Oder dass es irgendeine andere Körperstelle, man irgendwo gegenkommt, das gar nicht bemerkt, sich plötzlich wirklich ernsthaft verletzt und erst beim Hingucken merkt, wow, so, ne? Ich bin hier gerade irgendwo reingerannt und oder habe mich verbrannt und habe es nicht mitgekriegt. Also das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, okay, das ist irgendwie doch nicht so cool. Punkt Nummer 5. Gewichtszunahme auch an operativen Stellen und das Lipödem wandert. Ich hatte es ja tatsächlich in meinem letzten Blog schon mal gesagt, dass im Zuge dieser Operationen man nicht selten auch direkt danach abnimmt, was ja immer erstmal super positiv ist und meistens auch die Ursache hat, dass durch diese Operation und die Entfernung dieses großen Volumens an erkranktem Lipödemgewebe eben auch der Stoffwechsel beschleunigt wird. Lipödemfett ist ja hormonaktives Gewebe, das heißt, da kann es dazu kommen, dass der Stoffwechsel sich regeneriert, beschleunigt, das Verdauungssystem besser wird und man dann plötzlich im Nachgang einiges an Gewicht verliert. Das ist auch alles erstmal schön und gut. Jetzt ist es aber so, wenn man ein bisschen weiter voranschreitet in der Heilzeit und dann irgendwann nach 2 bis 3 Jahren plötzlich sich alles offensichtlich auch normalisiert hat und der Körper jetzt auch wieder weiß, was er eigentlich tun muss.
dass es nicht selten dazu kommt, dass Patientinnen wieder an Gewicht zunehmen. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt das? Liegt es daran, dass sie wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen? Ist es Lipödem-Fett? Ist es gesundes Fett? Liegt es daran, dass sie sich zu wenig bewegen? Ist es, ne, also man sucht ja immer erstmal die Schuld bei sich selber. Nun ist es aber ja so, und das wissen ja hoffentlich auch die meisten von euch, dass dieses Lipödem-Fett im Körper die Eigenschaft hat, dass es ja unaufhörlich wächst. Unabhängig davon, ob wir uns gesund ernähren oder nicht, ob wir Sport machen oder nicht. Es wächst, es vermehrt sich, es ist, wie gesagt, hormonaktives Gewebe. Das heißt, in dem Moment, wo in irgendeiner Form eine hormonelle Veränderung, Umstellung im Körper stattfindet, kann das Wachstum des Lipödem-Fetts triggern und es wird mehr. Das heißt, es kann dann irgendwie sein, dass du 2, 3 Jahre nach der Operation plötzlich ein Ungleichgewicht im Hormonhaushalt hast und boom, explodiert dann wieder alles Mögliche. Und auch wenn einem die Ärzte ganz oft sagen, das Fett, was abgesaugt ist, ist weg, da nehmen sie nicht mehr zu, komischerweise nehmen Patienten, eingeschlossen mir, auch an den Stellen wieder zu, die schon abgesaugt wurden. Und zusätzlich dazu wandert das Lipödem. Was meine ich damit? Es fangen plötzlich an, Stellen zu wachsen und zu wuchern, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sagen immer so schön, die explodieren. Wo man immer dachte, die sind gar nicht vom Lipödem betroffen. Wie zum Beispiel der obere Rücken, das Kinn, Doppelkinn plötzlich. Man hatte nie ein Doppelkinn, plötzlich habe ich ein Doppelkinn. Bei den Patientinnen, wo nur die Beine operiert wurden, explodieren ganz oft danach dann die Arme, also vor allem die Oberarme. Oder der Bauch, wenn er nicht schon mitgemacht wurde. Und das ist ein Phänomen, von dem ganz viele berichten. Und ist ganz oft auch so, wenn man sich mit Ärzten, je nachdem, mit wem man sich dann da austauscht, dass auch immer so ein bisschen weggelächelt wird und sagt, ja, wir müssen halt mal wieder sich ein bisschen gesünder ernähren. Das ist doch bestimmt noch gesundes Fettgewebe, wo ich mal sage, es ist dann nicht mehr gesund, wenn es anfängt, weh zu tun. Und in meinem persönlichen Fall kann ich davon berichten, dass ich wirklich eine massive Veränderung in meinem Gesicht gemerkt habe. Mein ganzes Gesicht ist dicker geworden. Ihr könnt gerne mal meine alten Vlogs angucken, vielleicht fällt es euch auf. Es ist jetzt nicht exorbitant, aber mir fällt es auf und mir ist es extrem unangenehm. Also ich fühle mich sehr, sehr schlecht, will ich jetzt nicht sagen, aber ich fühle mich einfach nicht wohl damit so. Mein Kinn hat sich verändert. Ich hatte vorher nicht mal einen Ansatz von einem Doppelkinn, jetzt vielleicht ein Doppelkinn. Was ganz extrem ist, ist bei mir der obere Rücken. Also im Rahmen meiner ersten OPs wurde so ein bisschen vom unteren Rücken mitgemacht. Dann gibt es da so einen ganz glatten Schnitt und man sieht so richtig, ab wo nicht mehr operiert wurde. Und da ist es jetzt so richtig explodiert, was jetzt auch die Folge hat, dass ich keine richtigen BHs mehr, also so Bügel-BHs mit so einem, wie heißt das, Band, Saum, kann ich nicht mehr anziehen, weil das einfach wehtut. Das heißt, ich trage nur noch so vollflächige Sport-BHs. Teilweise ist es so schlimm, dass ich mich nicht mehr richtig an irgendwie einen harten Stuhl anlehnen kann oder so von der Seite, wenn man sich mal irgendwo so anlehnt. Dann so, ach, plötzlich, also es ist ein ähnlicher Schmerz wie bei den Oberarmen damals gewesen, als sie noch nicht operiert wurden. Ja, sprich, das Lipödem wandert. Da wurde im Rahmen des Vorgesprächs, bei dem Aufklärungsgespräch, zwar kurz drauf eingegangen, es wird kurz angerissen, wo es dann heißt, ja, das kann sein, dass sie dann an nicht operierten Stellen ein bisschen zunehmen. Zunehmen, ein bisschen zunehmen und das Lipödem wandert, das sind ja zwei verschiedene Welten. Also ich habe mir damals gedacht, ja, dann nehme ich halt ein bisschen zu, zum Beispiel an der Brust oder halt, ne, weiß ich nicht, an irgendeinem anderen Bereich am Körper, wo mal der Popo wird ein bisschen mehr. Aber ich habe das nicht gleichgesetzt mit, da ist dann auch Lipödemgewebe, was wehtut, was vor allen Dingen dann auch unaufhörlich plötzlich anfängt zu wachsen, wenn ich irgendwelche Hormonschübe habe. Das hat mir damals bei dem Vorgespräch niemand gesagt. Punkt Nummer 6. Auswirkungen des weiblichen Zyklus auf das Lipödem. Ja, das ist so ein bisschen die Überleitung von dem Punkt davor. Hormonaktives Gewebe, ich hatte es schon gesagt. Wir Frauen als solches durchlaufen ja in unserem Leben vielen unterschiedlichen hormonellen Zyklen, angefangen von der Pubertät über Kinderkriegen, Wechseljahre und irgendwelche komischen Hormonschübe dazwischen, weil wir irgendein Ungleichgewicht haben, tralala. So, und es ist tatsächlich so, das ist jetzt meine persönliche Beobachtung und natürlich
Wenn man sowas bei sich selbst beobachtet, dann beobachtet man das erstmal eine ganze Weile und dann fängt man an, vielleicht mal nachzuschauen, zu recherchieren oder tauscht sich mit anderen aus. So war es hier auch der Fall. Ich habe beobachtet, dass mein Zyklus oder generell dieser ganze Prozess um Menstruation und Hormonhaushalt sich vor meinen OPs anders dargestellt hat und anders war als nach den OPs. Ich habe keinerlei große Menstruationsbeschwerden gehabt, war in meinem Zyklus auch sonst sehr stabil. Also ich würde sagen, ich habe einen ganz gesunden, ausgeglichenen Hormonhaushalt. Die einzigen Beschwerden, sage ich jetzt mal, die ich dann so hatte, sind natürlich irgendwie Regelschmerzen, aber auch moderat, nichts Schlimmes. Nach den OPs, das fing auch nicht unmittelbar direkt nach den OPs an, sondern erst wirklich so, als sich das Heiljahr dem Ende entgegennäherte, dass ich gemerkt habe, Moment mal, irgendwie kündigt sich irgendwie meine Menstruation schon viel, viel früher an, durch irgendwelche komischen Wehwehchen, die ich vorher nicht kannte. Also das Gefühl gehabt, ich bin viel praller schon viel, viel früher. Und dieses Prall, also dieses alles spannt, es schwillt an, war halt plötzlich nicht mehr nur, oh, die Brust spannt ein bisschen größer, sondern mein Bauch war ein, ich weiß nicht, sah aus wie so ein kleines Michelin-Männchen. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, ich laufe so richtig voll wie eine Badewanne. So meine Bauchdecke war so richtig prall dann auch. Und die Beine, die ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon komplett durchoperiert waren, teilweise an Stellen Beulen bekommen und Wasser drin, also wirklich so richtig, das konnte man ertasten und meine Physiotherapeutin hat das auch so richtig durch die Gegend geschoben und gesagt, oder oh, ist aber richtig was los. Das fing dann schon so 2 Wochen, teilweise sogar 3 Wochen vor der nächsten Regel an. Bis zu diesem Punkt, bis man dann ja dann wirklich endlich mal seine Regel bekommt und dann ist das wie, als würde man Stöpsel irgendwo rausziehen und pff, alles ist so, ne? Der Druck geht weg und der Körper lässt das ganze Wasser, was er offensichtlich hier eingelagert hat, wieder raus. Und da sind wir dann tatsächlich schon wieder beim ersten Punkt. Ich gehe davon aus, dass mein Lymphsystem durch die OPs nachhaltig geschädigt wurde. Denn vor der Operation hatte ich diese Probleme gar nicht. Ich hatte ein reines Lipödem und ich hatte so gut wie nie Probleme mit Wassereinlagerungen dieser Art, weder im Bauchbereich noch im Beinbereich. Ganz selten hatte ich im Sommer, wenn man wirklich lange unterwegs war oder lange gelaufen ist, das Problem, dass meine Fesseln ein bisschen angeschwollen waren. Aber es war jetzt nicht wahnsinnig. Also, und jetzt muss ich leider sagen, nach den OPs hat sich das verändert. Und im Austausch mit anderen Betroffenen habe ich Ähnliches gehört, dass ich damit offensichtlich nicht alleine bin und auch da andere davon berichtet haben, dass sich der Zyklus oder zumindest die Symptome im Rahmen des Zyklus auch verändert haben. Würde mich tatsächlich interessieren, alle unter euch da draußen, die vielleicht schon OPs hinter sich haben und vielleicht auch schon durch das Heiljahr durch sind, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Könnt ihr Ähnliches beobachten? Hat sich irgendwas bei euch hinsichtlich des weiblichen Zyklus verändert? Habt ihr neue Symptome, andere Symptome entdeckt? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde mich über einen Austausch freuen. Punkt Nummer 7. Schmerzfreiheit, ja oder nein? Das ist die allerentscheidende Frage, die sich wohl alle Betroffenen stellen, wenn sie sich entscheiden, diesen Weg zu gehen und sich operieren zu lassen. Ist man am Ende schmerzfrei oder wenn nicht, zu wie viel Prozent ist man schmerzfrei? Geht das überhaupt? Ich kann die Frage leider nicht mit 100% ja beantworten, weil ich habe es euch ja schon erzählt. Ich bin immer noch in dem Prozess der Korrekturoperation, habe weiterhin Schmerzen, teilweise auch starke Schmerzen und habe leider bisher auf meinem Weg noch keine andere Betroffene kennenlernen dürfen, die durch diesen OP-Marathon durchgegangen ist, gute bis sehr gute Ergebnisse auch erzielt hat und mir davon berichten konnte, dass sie zu 100% schmerzfrei ist. Was definitiv so ist, das muss man immer berücksichtigen. Es kommt immer auf das Ausgangsstadium an. Also war man Stadium 1, 2 oder 3. Entsprechend ist es dann natürlich auch nicht selten und logisch auch so, dass jemand, der ein Stadium 3 hat oder hatte und dann sehr, sehr viel Volumen entfernt werden konnte, alles richtig gemacht wurde,
dass diese Person wahrscheinlich die größte Erleichterung im Nachgang verspürt, weil sie neben der Reduktion der Schmerzen auch Bewegungsfreiheit, Lebensqualität zurückgewinnt. Da sind die Patienten dann ganz oft auch so, dass sie sagen, ich habe da nie mit einer hundertprozentigen Schmerzfreiheit gerechnet. Ich bin jetzt zu 70% schmerzfrei und ich habe so viel Lebensqualität dazu gewonnen. Ich bin happy. Wenn man sich natürlich aber mal im Gegenzug dazu dann jemand anschaut, der von Natur aus vielleicht sehr, sehr schlank war und nur ein Stadium 1 hatte und dann gehofft hat, dass er mit der Operation schmerzfrei wird, und dass das nicht der Fall ist oder danach dann aus einem Lipödem ein Lymphödem wird und vielleicht sogar noch mehr Schmerzen da sind, dann muss man leider sagen, die Frage Schmerzfreiheit ja oder nein, muss man dann mit Nein beantworten. Und damit sind wir beim letzten Punkt, Punkt Nummer 8. Ernährung und Sport hilft, aber nur bedingt. Alle Betroffenen kennen das Problem und es ist auch kein Problem, was irgendwann erst auftaucht, sondern seitdem man weiß oder seitdem man damit zu kämpfen hat, ist es immer wieder ein Thema, dass egal was man tut, egal wie viel man sich bewegt, wie viel Sport man macht, wie gesund auch immer man isst, welche Ernährungsformen man ausprobiert, es erscheint oft so, als würde nichts helfen und es erscheint nicht nur so, es ist tatsächlich so, denn das Lipödem-Fettgewebe ist wie so eine kleine Krebszelle, was einfach unaufhörlich wächst, getriggert natürlich durch hormonelle Veränderungen und man hat es nicht im Griff. Man kann nicht sagen, wann es wächst, wann hört es wieder auf zu wachsen. Es wächst ja nicht die ganze Zeit, sondern es wird ja mal getriggert und man hat plötzlich einen Schub und zack, hat man plötzlich wieder 2, 3 Kilo mehr und mehr Volumen am Körper. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch wenn wir Betroffenen alle wissen, egal wie viel Sport ich mache, egal wie gesund ich mich ernähre, ich werde nicht abnehmen, ich werde das Lipödem damit nicht heilen oder in den Griff kriegen können. Wir können aber auf jeden Fall unterstützen. Deshalb Ernährung und Sport auch nur bedingt. Denn die Ernährung ist so eine Sache, was immer tödlich ist. Und da spreche ich tatsächlich wirklich aus einer sehr fachlichen Perspektive, weil ich bin selbst auch Fitnesstrainerin und habe mich im Bereich der Ernährung weitergebildet. Diäten sind die absolute Hölle und der absolute Tod. Sollten wir Lipödem-Patienten auf gar keinen Fall machen. Also vor allen Dingen auch nicht irgendwelche so krass kalorienreduzierten Diäten, dass unser Stoffwechsel kaputt geht. Was viel, viel wichtiger ist, dass wir uns ausgewogen und gesund ernähren. Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, alle die das noch nicht wissen oder sich vielleicht mit dem Thema gerade erst angefangen haben zu befassen, es gibt unterschiedliche Lipödem-Typen. Es gibt den eiweißbasierten Typ, es gibt den Kohlenhydrate- und den fettbasierten Typ. Das heißt, je nach Typ werden die Beschwerden beim Lipödem eher getriggert, beziehungsweise je nachdem, was für ein Typ du bist, solltest du dann eher mehr Fette essen oder mehr Kohlenhydrate oder mehr Proteine, um das Krankheitsbild ein bisschen zu lindern, beziehungsweise dir ein bisschen Erleichterung zu verschaffen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ein Fetttyp, das heißt, in dem Moment, wo ich viele Kohlenhydrate konsumiere, geht es mir sofort schlechter. Mein Gewebe ist praller, ich habe mehr Schmerzen, ich habe das Gefühl, ich gehe noch mehr auf wie ein Ballon. Jetzt dadurch, dass ich auch so eine Art Lymphödem entwickelt habe, habe ich auch das Gefühl, ich lagere mehr Wasser ein. Und jeder von euch da draußen, der von dem Lymphödem betroffen ist und vielleicht noch gar nicht weiß, was er für ein Typ ist, ich gebe es euch wirklich nur als Ratschlag mit. Lasst euch testen, findet heraus, was für ein Typ ihr seid. Und entsprechend könnt ihr eure Ernährung dann anpassen. Und das schafft auf jeden Fall Erleichterung und lindert Schmerzen und führt dazu, dass das Gewebe auch vom Druck her ein bisschen entlastet wird. Wie man immer so schön sagt, mit Sport und Ernährung, das 80-20-Prinzip gilt hier. 80% der Figur wird auf dem Teller gemacht, 20% im Fitnessstudio. Das heißt, Sport ist immer eine gute Sache. Jetzt muss man natürlich immer gucken, was für ein Stadium hat man, wie ist man vom Körper her gebaut, kann man sich viel bewegen. Das muss man natürlich immer den Umständen entsprechend anpassen. Ja, und alle, die jetzt vielleicht nicht so diesen, ich sag mal, extremen Sport machen können, weil vielleicht durch die Krankheit mehr schon Einschränkung vorhanden ist in der Bewegung. Schwimmen ist eine super Sache, Radfahren ist eine super Sache. Bitte geht nicht joggen, ihr macht euch einfach nur die Knochen kaputt.
die Gelenke kaputt. Gerade wenn ihr ein bisschen mehr auf den Rippen habt, ist das tödlich. Vergesst es. Auch für schlanke Leute ist Laufen eigentlich nicht gut. Und wenn es nicht diese Art der Bewegung ist, wenigstens spazieren gehen, einmal am Tag raus, 8.000 bis 10.000 Schritte, für die richtig Sportlichen auch 16.000 bis 20.000 Schritte. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das ist super wichtig und hilft auf jeden Fall. Und ganz wichtig zum Abschluss, wer von euch Kompressionswäsche tragen muss und schon welche hat, tragt sie. Egal, ob ihr operiert seid oder noch nicht operiert seid, es hilft ungemein. Es ist unsexy, aber es hilft. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr immer noch da seid und nicht abgeschaltet habt, danke ich euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass mit dem einen oder anderen Punkt ich euch vielleicht noch was Neues erzählen konnte und euch helfen konnte. Ich möchte ganz klar nochmal abschließend sagen, mir geht es nicht darum, euch irgendwie in eurer Entscheidung davon abzuhalten, den Weg der Operation zu gehen. Ich möchte einfach nur so ein bisschen sensibilisieren, dass im Zuge der Entscheidung, die ihr vielleicht noch zu treffen habt, ob ihr euch operieren lassen wollt oder nicht, dass ihr eben auch diese Punkte mal reflektiert und mal überlegt, sind es Risiken, die ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört habt, derer ihr euch bewusst seid. Und wenn ihr sagt, ja, habe ich schon mal gesehen, habe ich gehört, ich habe ganz viel Austausch zu gehabt, das sind Risiken, die ich auf jeden Fall in den Kauf nehmen würde, um einfach eine Erleichterung bei dieser Krankheit zu erlangen durch die Operation, dann geht diesen Weg. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und ganz, ganz viel Erfolg damit und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin!